Im Kindergarten gab es einen Jungen, der war unglaublich frech, so nannte man das damals. Einmal hat er einem anderen aufs Butterbrot gespuckt. Er war so frech, dass die Schwestern, es waren wirklich Ordensschwestern, ihn in der Pause manchmal am Stuhl festgebunden haben. Sonst wäre er, wenn er zur Strafe eigentlich drinbleiben sollte, einfach mit den anderen rausgelaufen. Gemeine Sachen hat er nicht gemacht. Er hatte nur überhaupt keine Angst vor den Schwestern und vor Strafen. Ich war hingerissen. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra, da bin ich wieder. Ihr habt lange nichts gehört von mir. Ich wollte was über Bienen machen und dann kam Corona dazwischen und noch andere Sachen und dann hat sich das nicht so ergeben, wie ich das wollte. Und es waren auch irgendwie so komische Zeiten. Es war mehr eine Zeit fürs Zuhören. Und heute geht es um Freiheit. Ich habe mal einen Kommentar bekommen zu so einem ähnlichen Thema. Ich soll doch von solchen Themen die Finger lassen. Ich soll lieber sticken und häkeln. Tja, die Omas sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Viel Spaß. Die coolsten in der Schule waren doch die, die sich nicht an die Regeln hielten, die unsere Nazi-Lehrer vorführten und Scheiße bauten, die klauten und auf dem Schulklo kifften. Einmal kamen die Jungs im Sommer in Miniröcken in die Schule, unerhört in den 60ern. Und einer ließ mal eine Schildkröte in der Klasse rumlaufen, auf dem Panzer stand Mao. Einer, der es auch cool und abenteuerlich findet, sich nicht an Regeln zu halten und selbst zu entscheiden, welche man befolgt und welche man überflüssig und dumm findet, ist Ulf Poschardt. Das ist der erste Satz in seinem Buch Mündig, Klettkotter 2020. Asozial, unanständig, neoliberal, auch, ja. Und das mit Lust. Und einige Linke sind brav über seine Stöckchen gesprungen. Viel Feind, viel Ehr. Poschardt findet, dass es, Zitat, viel falsches Wir gibt. Exklusion durch Identitätspolitik stört mich auch und seine These, Autonomie beweise sich gerade in einer eigenen Haltung und im Standing innerhalb der eigenen Meinungsblase, gerade auch im Widerspruch, unterschreibe ich sofort. Aber ehrlich gesagt, toxische Herrschaftsformen, Produktionsformen und Systeme stören mich eigentlich mehr. Driften als Bild für Mündigkeit und einen gewagten Lebensstil, das muss man sich erst mal einfallen lassen. Damit kennt Poschardt sich aus, als Welt-Chefredakteur, auch verantwortlich für die PS Welt, ein Auto- und Lifestyle-Special des Axel Springer Verlags. Driften ist eine Technik im Rallye-Sport, gewagt durch Kurven zu schleudern, entgegen jeder Vernunft und Berechnung. Dass das aufregend ist und Spaß macht, kann ich mir schon vorstellen. Der Moment, wenn die Idee aufblitzt in der Kunst, ist vielleicht entfernt damit verwandt, kann ein Moment des reinen Glücks sein. Poschardts originellen Beispiele, sein rasanter Stil, das liest sich gut, wenn man nicht immer wieder stolpern würde. Mit seiner seitenlangen Schwärmerei für den Freiheitskitzel von Formel-1-Rennen und Autoraserei kann ich nichts anfangen. Das hat für mich auch einen leichten Urgu nach Lebensmüdigkeit. Stefan Reinecke schreibt darüber in der Taz vom 28.04.2020, Zitat, nicht mehr besoffen und aggressiv Vollgas geben zu dürfen, erscheint hier als Verwirklichung einer Orwellschen Diktatur. Ein wenig Einsamkeitspathos und Massenverachtung haben schon immer zum liberalen Individualismus gehört. Bei Poschardt werden diese Posen hysterisch. Zitat Ende. Der freche Junge aus dem Kindergarten hat sich übrigens später totgefahren. Eine von Poschardts Kernthesen würde ich ja zum Beispiel gerne unterschreiben. Zitat: Das Wesen des Mündigwerdens, sich mit dem anderen und Fremden auseinanderzusetzen, um am Ende jeder Auseinandersetzung ein anderer und bewussterer Bürger, Mensch, Konsument, Christ, Naturschützer zu sein. Wie bitte? Sollen nur Männer mündig werden? Können nur Männer mündig werden? Oder soll ich mich mitgemeint fühlen? Das ist unmündige Sprache, tut mir leid. Im Kapitel Der mündige Mann schreibt Poschardt weiter, Zitat: Das Patriarchat hat Männer durch Privilegiertheit entmündigt. Die Hegelsche Herr-Knecht-Dialektik hat in den Zeiten absoluter patriarchaler Machtfülle Männer ins feist Übergriffige entstellt. Der Feminismus als angemeldeter Herrschaftsanspruch der Frauen, okay, hat den Männern im Zweifel die Chance auf einen Neustart ermöglicht. Schön ausgedrückt, aber Filme, in denen die Frauen die härteren Männer sind, als hoffnungsvolles Zeichen für sich auflösende toxische patriarchale Strukturen zu deuten, das kommt mir noch ein bisschen sehr schief vor. Ich muss auch mal noch was sagen zu Fuck als Schimpfwort und Beleidigung. Kleiner Exkurs. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn ich das irgendwo höre oder lese, und ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, Sex als Beschimpfung zu akzeptieren.
Das macht doch nur Sinn, wenn man die körperliche Liebe als schlimm und gewalttätig sieht. Denn es gibt da immer den Aktiven, den Winner, und es gibt den Passiven, der gefickt wird, den Loser. Das ist doch nur traurig. Oh Mann, jetzt bin ich aber weit abgekommen vom Thema. Ja, und was ist überhaupt mit dem alten Küchenherd? Moment, kommt gleich. Ich möchte euch vorher noch kurz ein anderes Buch vorstellen. Autonomie von Powell und Welzer. Bei S. Fischer 2015 erschienen. Der letzte Satz im Buch ist, Zitat, Demokratie bedarf der ständigen Übung in Autonomie. Das ist ein Kernsatz des Buches. Autonomie ist bei Powell und Welzer nicht der ultimative Kick und auch kein Lifestyle-Attribut und auch kein Profilierungsvorteil, sondern eine notwendige Bedingung für eine demokratische Gesellschaft. Powell und Welzer stützen ihre Thesen auf Begriffsklärung, einen Abriss der Geschichte der Autonomie und auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Mündig dagegen ist journalistisch und es ist auch ganz anders geschrieben, ganz anderer Stil. Und auch wenn sich Mündig wegliest wie so ein knuspriges Steak, Autonomie ist mir sehr viel sympathischer. Unseld fragt sich im Nachwort zu Mündig, ob Poschardt, Zitat, der intellektuelle Cowboy ist, der in die kaputte Stadt reitet, alle Schurken und Feiglinge erledigt und dann wieder allein und fidel pfeifend in die Abendsonne reitet, oder ob der Cowboy bleibt und an zentraler Stelle mit den Leuten die Stadt neu aufbaut. Pauen und Welzer bleiben auf jeden Fall in der Stadt und bauen mit auf. Einig sind sich Pauen und Welzer mit Poschardt, dass das Internet und die sozialen Medien, vor allem Big Data, Bedrohungen sind für unsere Autonomie und damit für die Demokratie. Beide Bücher warnen vor den Angriffen der neuen Technologien auf unsere Privatsphäre. In Demokratien ein hoher und geschützter Wert. Einer, der sich sorgt um unsere Privatsphäre und unsere Unabhängigkeit und sich engagiert dafür einsetzt, ist Jürgen Fricke aus Köln. Ich habe dich kennengelernt bei einer Krypto-Party und da war einer der ersten Sätze, die du da gesagt hast, ich garantiere euch, dass die Google und Co. es schaffen, euch dahin zu bringen, dass ihr innerhalb von 6 Wochen eine rosa Zahnbürste kauft. Ja, ist okay. Das war bestimmt ein bisschen zugespitzt, aber es geht bei diesen riesen Werbenetzwerken oder großen Firmen wie Alphabet und Alphabet Google, Facebook, das sind sogenannte soziale Netzwerke, sind eigentlich Werbenetzwerke. Da spielt Psychologie eine Riesenrolle und vor allen Dingen auch Verhaltenssteuerung. Naja, und die Großen machen das ja auch, um Sachen zu verkaufen. Ja, Ne? ob Die es auch legitim Manipulation, was die rosa verkaufen wird. Zahnbürste. Das mit dem Verhaltenssteuerung, also mit Ja. dieser rosa Zahnbürste, das spielt an auf das sogenannte Nudging. Ja. Ich weiß nicht, Astrid, vielleicht hast du schon mal was von Cambridge Analytica gehört. Ja. So, was ist Cambridge Analytica? Es war eine Full-Service-Agentur, ich glaube ein britisches Haus, die mit allem, was dann da schon sind, das ist keine harmlose Werbeagentur, sondern da konntest du aus der Politik oder aus der Wirtschaft beauftragen für teuer Pfund, für viele Millionen Pfund, konntest eine Kampagne, zum Beispiel im sogenannten Schwellenland, also wo früher kolonialistische Briten oder andere waren, und am Wahlsonntag eine Sportveranstaltung machen mit den T-Shirts und Suppen und allen netten Turnschuhen und sonst was und junge Erstwähler von der Wahl abhalten über Kampagnen mit Facebook. Das ist so grob demokratiefeindlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mich jemand dazu bringen kann, eine rosa Zahnbürste zu kaufen. Vor allem, wenn ich schon 3 Zahnbürsten habe. Ja, sagen wir mal so, ich fange mal an bei den körpernahen Produkten. Körpernahe Produkte, Kosmetik, Cremes. Jetzt stell dir vor, eine junge Frau, die noch ein bisschen unsicher ist, gerade sozusagen aus der Pubertät heraus, und dann meinetwegen, man hat ein bisschen Aknepickel. Jetzt geht es in der Werbung, auch ohne Internet, immer über Defizite bei sowas. Ach, du siehst nicht aus wie die Schönheitskönigin. Mit den Methoden der Psychologie, der Propaganda, wenn du immer wieder in Time and Life, im Stern, immer wieder das und das Frauenbild siehst, man ist ja nur Mensch, dann hast du vielleicht ein bisschen Chlorakne, also bist du ansprechbar für körpernahe Produkte. Das ist ja mal erstmal auch ohne Internet schon so. Und das ist die Psychologie des Defizits. Das ist gemein, aber es ist auch gemeinhin bekannt, dass das wirksam ist, das ist hochwirksam. Also wenn ich das kaufe, diese teure Creme, dann
werde ich glücklich. Werfen sich alle Männer mir zu Füßen. Und was ein Quatsch. Ja. Aber funktioniert. Nicht bei allen, aber es scheint, da gibt es wirksame Kreisläufe. Mit dem Smartphone erhebe ich ja mehr, als ich meinen, wenn ich einen hätte, Psychoanalytiker sage, sage ich diesen Google-Schlitz. Und habe dann auch noch ein Gerät, was Geodaten, mein Akzelerometer, so ein Bewegungsmesser ist da drin. Es sind ja ganz viele Sensoren drin. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, gerade bei Google, das gehört mir gar nicht, das Android-Smartphone. Das ist mehr so ein Leasing-Ding. Und ich bin da so Versuchskaninchen und muss auch noch dafür bezahlen. Das ist ein bisschen komisch. Mhm. Ich hätte gerne ein Telefon, was ein Telefon ist. Und mal ganz einfach gesprochen, wenn du mich anrufst über ein herkömmliches, schnurgebundenes Telefon, dann lasse ich mir doch nicht zwischendurch von RTL reinquatschen. Hallo, neu, kauf Dash oder die Creme, die dich glücklich macht. Das lasse ich nicht zu. Wieso soll ich denn, wenn ich was lese im Netz, mir da ständig da irgendwie reinbrezeln lassen, welchen Urlaub ich zu planen habe oder welche Creme mich von der Chloraken befreit? Und das möchte ich nicht haben. Und es lenkt ja auch total ab von dem, was man gerade machen will. Gerade im Beruflichen gibt es eine Erhebung, die ist belastbar, dass Ablenkungen, auch Internetablenkungen am Arbeitsplatz, pro Arbeitsplatz im Jahr 12.500 Euro Schaden erzeugen. Also das ist enorm aggressiv, durch das ist übergriffig und auch die organisiert Kriminellen gehen über die Adware und machen Phishing-Angriffe und Spear-Phishing-Angriffe. Ja. Das ist ein riesen Einfallstor für Mist. Und bei dieser Krypto-Party, da hast du ja uns ein paar Sachen gezeigt, wie man sich vor dieser ganzen Manipulation schützen kann. Jedenfalls, wie man etwas für seine Privatsphäre tun kann, muss, indem man sagt, nee, ich möchte jetzt nicht weiter das Versuchskaninchen in einer Konsumterror-Shop-Tell-You-Drop-Umgebung sein. Ich konsumiere auch gern, aber ich treffe gerne bewusste Entscheidungen. Sag mal, kannst du noch was ein bisschen genauer erzählen, was eine Krypto-Party eigentlich ist und was die Krypto-Angels machen? Ja, Krypto-Party gibt es seit etwa 7 Jahren, also kurz vor den Edward Snowden Leaks, die kennen wir, müsste so 7 Jahre her sein. Kurz vorher, wohlgemerkt, sind die Krypto-Partys entstanden als internationale Do-It-Yourself-Veranstaltungsreihe. Was ist eine Krypto-Party? Da lernen wir ähnlich wie beim Führerschein, den Erste-Hilfe-Kurs, wir lernen sozusagen erste Maßnahmen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, E-Mail. Anonym, pseudonym surfen. Also zur Preisrecherche zum Beispiel für einen Charterflug. Oder wie verschlüssel ich denn meine Daten auf meinem Notebook, meinem super-duper Apple? Wie verschlüssel ich die robust, die Verzeichnisse, den Ordner vor den Blicken anderer? Oh, das ist ja wie so ein Tagebuch. Also, was ist Pseudonymität? Wie lässt sich Pseudonymität und Anonymität herstellen? Wie kann ich Zensur umgehen? Wie kann ich maximal blickdicht Ende zu Ende verschlüsseln, sodass da auch übergriffige Polizisten nicht reinschauen können? So, darum geht's. Also eigentlich so ganz normale Sachen. Und das machen die Crypto Angels, die sogenannten. Und die machen das überall auf der Welt. Wie sind die entstanden? Woraus kommen die? Woher kommen die? Naja, wie gesagt, kurz vor den Snowden Leaks, möglicherweise Edward Snowden wusste, was er tut und hat das initiiert mit einer Journalistin, damit man, der wusste ja, was passiert, wenn das rauskommt, damit man Selbstverteidigungstechniken. Das ist aber so wie so ein Virus um die Welt gegangen und ich glaube, zum Beispiel Kryptoparty, kurz bevor Trump, dieser furchtbare Nummer 45 da, zur Wahl kam, als klar war, der wird es gewinnen, hat es in Washington ganz viele Krypto-Partys gegeben, im Umfeld der Angestellten und Beamten, weil die haben gedacht, Mensch, wenn so ein übergriffiger Präsident an die Macht kommt, dann müssen wir unsere Kommunikation besser schützen. Es ist aber auch einfach so, ich möchte nicht in einem Staat leben, wo ich nur Postkarten schreiben darf, wo an jedem Briefkasten ein Polizist oder eine Kamera drin ist, und jeder Brief durchleuchtet wird. Das finde ich sehr unangenehm. Ich bin ein Kind des Kalten Krieges, ich bin 55, wir haben 2021. Ich weiß, was eine Mauer, eine elektronische Mauer im Kalten Krieg bedeutet, das weiß ich sehr genau. Das finde ich übergriffig. Ich habe Privatsphäre, die ist verbrieft. Es gibt ein Briefgeheimnis. Ich darf auch meine Bank verklagen, wenn die mir eine neue PIN-Nummer, stellt euch vor, eine PIN-Nummer käme auf einer Postkarte.
meine Güte, meine erste Liebe, ich schreibe doch meine Liebesbriefe. Ich auf Postkarte, also bitte, wer macht denn sowas? Ich bin auch durch die Datenschutzgrundverordnung und andere Paragraphen verpflichtet, achtsam mit meinen Kundendaten umzugehen. Warum soll ich jetzt mit meiner Kommunikation zu meinem Sohn anders damit umgehen? Also ja. Mensch, der überwacht ist, ist niemals frei. Ja. Ich wäre für maximalen Privatsphärenschutz, ja. Der maximal. Mhm. Und ich bin gegen Menschenjagd. Mhm. Also auch Kriminelle haben ein Recht auf Privatsphäre. Das meine ich ernst. Also so sieht auch unsere Verfassung vor. Richtig. Und ich bin nicht zu haben für War on Terror. Ich bin nicht zu haben für so Methoden, die eigentlich Krieg gegen die eigene Bevölkerung sind. Mhm. Gegen das Telemediengesetz, da bin ich nicht für zu haben. Viele andere sind da auch nicht für zu haben. Bürgerinnen und Bürger. Sehr engagierte Bürgerinnen und Bürger übrigens. Auch Journalisten, bestimmt 2.500, die, egal in welchen Tendenzbetrieben sie arbeiten, eben verfassungstreu sind. Ja. Da kann man auch konservativ sein. Und diese Privatsphäre ist unveräußerlich und genießt einen hohen Schutz. Und eigentlich weiß auch jeder Staatsbedienstete, der kleine Polizist, dass er sich daran zu halten hat. Eigentlich. Und er muss sich auch so verhalten, ja. Sonst muss man mit dem bis Karlsruhe gehen. Mhm. Das ist sehr, sehr einfach. Ja. Was hat denn nun der alte Küchenherd mit dem Ganzen zu tun? Und was hat er mit Freiheit zu tun? Also, ich brauche irgendwie das Gefühl, dass ich zur Not in den Wald gehen und Holz sammeln kann, damit ich im Winter wenigstens einen Raum im Haus heizen kann, wenn alles zusammenbricht. Gibt schon ein Gefühl von Unabhängigkeit. Wir sind so abhängig von Lieferketten, von der Weltwirtschaft, von Energiekonzernen. Auch ein Stück Land gibt ein gutes Gefühl. Eine aus Indien sagte mal zu einer, die knapp einen halben Hektar hat, na, dann könnte ihr ja nichts mehr passieren. Sich selbst versorgen kann total schön sein und abenteuerlich und Spaß machen. Nachhaltig ist es auch. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand sich selbst versorgt. Aber muss ich deshalb Klopapier horten? Muss ich mein ganzes Leben darauf ausrichten, dass in schlimmen Zeiten meine Familie, meine Gemeinschaft überlebt? Es gibt ja Leute, die das leben, auch in Deutschland, zunehmend auch in der rechten Ecke. Kann ja wirklich passieren, dass schlimme Zeiten kommen, richtig schlimme, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, zum Beispiel. Mit leerem Magen geht die Menschlichkeit schnell flöten. Ich habe überhaupt nichts dagegen, Vorräte anzulegen und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, sich selbst zu versorgen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze in meiner Festung mit meiner Familie oder meiner Gemeinschaft und kann mich selbst versorgen, habe zu essen, zu trinken, Strom für Monate und ich bin aber in meiner Straße das einzige Haus, wo abends Licht brennt, das ist doch ein Albtraum. Das will ich doch nicht. Ich will, dass alle zu essen und zu trinken haben, dass alle Strom haben, dass alle ein Dach über dem Kopf haben und es im Winter warm haben und dass die Kinder in Ruhe aufwachsen können. Freiheit für mich alleine, das macht doch keinen Spaß. So, das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald wieder bei den Bienen.